Hallo Fans und Freunde der WN. Nach längerer Pause gibt es heute ausnahmsweise an einem Mittwoch wieder mal ein Plauderstündchen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe die Zeit genützt, um mir zu überlegen, wie es bei Kammern Vienna weitergeht, und es wird sich auch einiges ändern. Die Vlogs werden nicht mehr so regelmäßig kommen wie noch letztes Jahr, dafür aber kompakter und hoffentlich qualitativ besser. Verstärkt wird es Fangespräche geben bzw. Gespräche rund um aktuelle Themen. Was sich auf keinen Fall ändert, ist, dass ich meine persönliche Meinung zu Themen rund um unsere Vienna sagen werde. Ich weiß, dass ich emotional bin, speziell wenn ich etwas sehe, dass meiner Meinung nach etwas nicht passt bzw. dass sich auch nicht ändert. Wir können zwar nichts dafür, dass wir in dieser Lage sind, aber wir können etwas dazu tun, dass sich etwas ändert. Ja, by the way, muss ich euch leider Gottes auch informieren, dass der Krimi keine weiteren unterwegs im Abseits mehr für Kammern Vienna machen wird. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade, da die Vienna gerade jetzt auf Wiener Plätzen spielt, auf denen wir hoffentlich bald nicht mehr spielen werden und die zum Teil doch traditionellen Boden haben. Aber ich verstehe ihn auch ganz gut, da ich weiß, wie viel Zeit und Aufwand in jedem einzelnen Video steckt. Meine Lieben, mein besonderer Kammern-Wiener-Gruß geht raus an den Alexander Juraske. Es gibt ein neues Buch, The Austrian Boy, über den Hans Menasse. Ein sehr bewegtes Leben zwischen Wien, London und Hollywood, über diesen ehemaligen Wiener-Spieler. Ja, schaut's da rein, und es gibt auch einiges Historisches über unsere Vienna zu lesen. Apropos Buch, ich kriege immer wieder die Frage, wie es denn ausschaut mit dem Vienna Fanfotobuch, und ich muss ganz ehrlich sagen, am Samstag startet die Rückrunde in der Wiener Liga 2. Um 15 Uhr auf der Hohen Warte trifft unsere Wiener Kampfmannschaft gegen Siemens Großfeld. Und damit startet auch die Mission Aufstieg in die Wiener Liga. Ich hoffe, wir unterstützen recht zahlreich und lautstark unsere Kampfmannschaft bei dieser Mission. Was glaubt ihr, wie verläuft die Rückrunde in der Wiener Landesliga 2? Schreibt es unten in die Kommentare oder sagt mir eure Meinung auch auf Facebook. Könnt auch noch einiges Aktuelles lesen auf Twitter und natürlich auch auf Instagram, gibt es immer wieder interessante Fotos und Geschichten. Also, bis bald und Kammern Vienna!